Sie haben bis zum letzten Spieltag gewartet, aber dann war es für die Wolfsburger Fußballfrauen umso schöner. Der erste Meistertitel. Im letzten Spiel gab es ein 4:0 gegen Bad Neuenahr. Das ist vielleicht noch nicht alles gewesen. Diesen Sonntag ist Pokalfinale, dann ist Champions League Finale am 23. Mai. Aber bevor es soweit ist und vielleicht das Triple da ist, haben wir erstmal eine deutsche Meisterin hier. Conny Pohlers ist bei uns. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben sich ja heute Morgen auf den Weg von Wolfsburg hierher gemacht. Heißt das, um fit zu sein fürs Morgenmagazin, um hier frisch zu sitzen, haben Sie überhaupt nicht gefeiert? Doch, ein wenig, sage ich mal. Ein Orangensaft. Zwei sogar. Echt? Und sogar eine Cola, ja. Aber so, ich brauche den Alkohol nicht unbedingt, um gut drauf zu sein. Aber die Kolleginnen, die liegen jetzt noch flach, ne? Also ja, ich grüße die natürlich, die jetzt noch im Bett liegen. Ne? nein, m-m. Es ist nicht ausgeartet. Wir wissen, was vor uns steht. Und diesen Sonntag schon. Ja, richtig. Und Pokalfinale. Da arbeiten wir drauf hin und das fing gestern Abend schon an. Sie spielen seit 20 Jahren, obwohl Sie erst 22 sind, ja. Nein, Sie sind 34, spielen seit 20 Jahren auf so einem extrem hohen Niveau und waren Weltmeisterin 2003, sind viermal deutsche Meisterin, Europameisterin 2005. Ist das so, kennst du eine Party, kennst du alle Partys? Nee. Also, dass man da irgendwann sagt, ja, oh, meine Güte. Nee, so ist es nicht. Also, ich habe die Partys ja jetzt mit drei Vereinen miterleben dürfen und die ist jedes Mal anders und jedes Mal schön. Also, wer hat nicht gerne Partys und dafür spiele ich Fußball, um diese Partys mitzuerleben und diese Titel einzufahren, ja. Gucken Sie eigentlich lieber Männer- oder Frauenfußball? Ja, beides gerne. Also allgemein, ich gucke einfach gerne Sport, also nicht nur Fußball. Ich interessiere mich für alle Sportarten und ja, will natürlich auch viele Tore sehen bei den Männern und bei den Frauen, ja. Es war eine super Saison für die Wolfsburger, die ist ja noch nicht ganz vorbei, es kommt ja noch, diese zwei Finals. Seit dem vierten Spieltag geführt, glaube ich. Und Sie sind sowas wie der Tor, Sie haben schon echt super getroffen diese Saison. Auch gestern wieder das 3:0 gegen Bad Neuenahr geschossen. Diesen Sommer ist ja Fußball-EM der Frauen in Schweden und Sie sind nicht dabei. Sie, Sylvia Knight, die Bundestrainerin, hat Sie irgendwann mal ausgemustert. Ja. Würden Sie da jetzt noch sagen, ey, ich würde diesen Sommer auch gerne noch ein paar Tore schießen? Sind Sie, also ist das, zwickt das? Uff, also ich habe schon Urlaub gebucht und zwickt überhaupt nicht. Ich habe alle Titel erreicht, die ich erreichen konnte mit der Nationalmannschaft. Und noch habe ich mich nicht abgemeldet, irgendwie das hat sich noch nicht ergeben. Aber man müsste mal wieder deswegen quatschen. Ja, das sollte man mal machen, ja. Aber ist halt so, ich freue mich jetzt, dass es umso besser mit Wolfsburg geklappt hat und so konnte ich mich nur auf Wolfsburg konzentrieren. Ja. Sie können das Triple holen, die Bayern können das Triple auch holen, die Herren, wohlgemerkt, sonst weiß man das ja nicht, wenn man das nicht dazu sagt. Nervt Sie das, dass immer alle nur über die Bayern quatschen? Ja, das ist so. Also das ist hier der Sport, der die Deutschen bewegt, sage ich mal. Ja, doch. Aber ich muss, also wir müssen uns nicht beschweren jetzt im Frauenfußball. Also das ist schon stetig nach oben gegangen. Unsere Sendezeiten jetzt ja auch im Fernsehen, ne? Auch wie jetzt gerade. Und hat man Erfolg, kommt man auch in die Medien. Und ja, also wir nehmen auch jeden Termin an, und um uns zu präsentieren. Und ja, ich hoffe, manchen gefällt dann auch der Frauenfußball etwas mehr. Na klar. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie hier sind, dass Sie hier waren. Wir gehen jetzt schwupps raus ins Café. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Es stehen wichtige Tage an. Diesen Sonntag schon gegen Turbine Potsdam, Pokalfinale. Ja. Nicht verpassen. Und danke, Conny Pohlers. Ja, bitte.